So. Gut, neue Aufnahme mit höherer Bitrate gestartet und Kategorie geändert. So, ich fahre jetzt los. Ist noch jemand am Start von euch, der mit busy cruised? Und ich habe schon wieder was vergessen. Lol, Alter, heute ist aber krass, das Ladegerät für das Ding, ey. Okay, gut. Na dann. Aua. Dieser Stuhl, habe ich den verschoben oder was? Ich bin nicht mehr in der gleichen Range. So, okay. Ja, fangen wir wieder mit dem an. Gleiche Router, neue Strecke, mal schauen. Let's go. Oh, Lenkrad anmachen. Ich hoffe, das geht. Oh Gott, ich weiß nicht, ob das geht. Voll vergessen. Ich weiß nicht, ob das geht. Schon, ich habe das jetzt hier. Gut, das kann ich auch. Ich auch echt nehmen hier. Das ist ein bisschen so. Rank 1 von 4. Gibt's mal ein Enable, Enable, Enable. Race Control. Okay. Oh. Nochmal kurz aufstehen. Ich weiß nicht wegen der Lautstärke und dem Mischpult. Moment. Alle Anfänge schwer heute, mal schauen. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. So, nochmal die Frage, ist noch jemand da im Chat? Hallo, hallo, over, over. Ist noch jemand am Start? Peace. Hier ist die ersten Runden. Engere Kurve hier. Ich habe auch keine Minimap, nichts, habe ich mir ausgewählt. So. Jens schreibt Fragezeichen. Also bist du da? Okay, weil ich hatte mehrfach gefragt, ob noch jemand da ist.
Was bedeutet dieses Fragezeichen? Oder kann man mich nicht hören? Ich habe eigentlich alles umgestellt. Ich habe zwar ein paar Sachen vergessen, aber... Ui, okay. Also erste Kurve scheint eine schnelle zu sein mit dem dritten, nee, oder? Dritter? Oh, weiß ich nicht, dritter. Oh, vielleicht über die. Dann eine rechts hier. Eine engere. Bedeutet so viel, was willst du? Achso, ich habe gefragt, ob noch jemand da ist oder ob jemand noch Bock hat mitzufahren. Wow. Oh. Okay, das ist hier echt wild. Also es gibt krasse Kurven hier. Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Okay. Dieser Zellentrakt hier, ne? Ach so, ja, habe ich gar nicht drauf geschaut. Steht irgendwann, ich weiß nicht, ob hier das Geld steht oder so, keine Ahnung. Uff. Also nach rechts geht's hier oder was? Stimmt, nach rechts und dann nach links runter, oder? Ist das schon die Schikane dann? Oder nee? Geht's hier hoch? Okay, hier geht's hoch und dann? Da ist so eine Kurve. Eine enge Kurve. Oh, okay. Dann geht's hier runter. Okay. Oh. So gehst du dann nochmal das hier, ne? Stimmt, haben wir ja. Hatten wir ja, glaube ich, schon mal. Dann hier. Keine Ahnung, wo ich hier noch bremsen soll und wie, was ich da machen soll. So eng außen nehmen oder eng fahren. Okay. Links, links.
So, jetzt war irgendwie eine Linkskurve etwas klein. Achso, ein bisschen weiter. Enger, okay. Hier. Dann geht's von hier runter. Hat mir, glaube ich, hier gebremst. Okay, okay. Okay, Gino, we need to watch these track limits. Ja, ja, der Gino ist gerade am Track lernen hier, mein Freund. Also erste Kurve erstmal verstehen hier. Links, hier spitz nehmen, im zweiten oder was? Erste Kurve ist eine Linkskurve. Dann gibt es rechts links und gibt es noch eine Linkskurve. Nochmal so ähnlich. Dann geht es, glaube ich, rechts runter. Dann geht's links irgendwie hier, okay. Auch wieder zweiter, vielleicht dritter, keine Ahnung. Geht's hier durch? Hier durch? Jo. Dann gibt's hier bald eine langsame Kurve, aber nach dem Hügel. Ach, das dauert noch ein bisschen. Länger nach dem Hügel. Hier rüber. Dankeschön, vier Runden haben wir noch. Kommt so eine längere Rechtskurve. Kann man vielleicht von Curb zu Curb surfen? Irgendeine Linkskurve. Reicht der dritte? Muss, glaube ich, Force Feedback ein bisschen stärker machen. In Zandvoort habe ich es, glaube ich, ein bisschen schwächer gemacht. Jetzt geht es ja bergab. Kommt eine Doppel-Linkskurve irgendwie. Links, 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 links. Das schon voll beschleunigen, okay. Und voll hier reinbremsen. Und dann Rechtskurve oder was? Dann hier nochmal eine Rechtskurve. Hier dritten oder zweiten dann. Ha. Jojo. Zweiter so. Jo.
is good. So, ich wollte hier Force Feedback vielleicht auf 75 machen, genauso wie bei anderen Strecken. Jo, das ist das Auslaufding. Und hier muss ich, bin ich nicht sicher, wann ich hier bremsen soll. Also, ich glaube erst, wenn ich über dem Ding im Hügel bin, oder? Genau, wo ich hier bremsen soll noch. Vierter. Sector 1 ist quick. Dritter, keine Ahnung. Von hoher Körper, man darf die alle nehmen. Anscheinend. Und hier. Okay, wann hier bremsen? Hier ist 100. Hier ist 100 erst. Wenn man hochfährt, steht da. Mal schauen, wo wir da am besten bremsen. Ich weiß auch nicht, wo ich hier bremse. Also noch keinen einzigen Bremsweg in der Kurve. Vielleicht darf man hier raus überhaupt. Hier muss man ja auch wieder rüber. Dritten oder zweiten, ich weiß nicht genau. The lap time was at 48.09. Good lap. That's your quickest so far. Very little fuel left. Ja, ein bisschen noch. Vielleicht anfangen Körperbremsen hier. Boah. Ich kann nicht resetten.
Muss ich wieder irgendwie raus oder so? Hat er doch nicht alles gecheckt. Ich hatte ja das Lenkrad angemacht, während das Spiel eingeladen hat. Anscheinend ist doch nicht alles durchgegangen. Jo, okay. Geht, hier geht's. Hier geht's. Okay, na dann weiter geht's. Weiter geht's, weiter geht's. So, habe ich das Ding gar nicht angehabt oder was? Weiß nicht, habe ich vergessen vielleicht? Tiefer machen das Ding. Na schau, also die ersten Runden einer Strecke sind immer schlimm. Aber die Boxenausfahrt ist zumindest hier von der Position kurz. Sogar Helikopter. Ich habe die Helikopter gesehen in. Da gab es Inifiles oder Bilder im Verzeichnis mit Helikopter. Aber dachte mir, okay, geil. Helikopter und Ballons müssen irgendwo sein hier. Hier ist 100. Und die Bremse ist bestimmt auch wild. Geil, Mann. Anscheinend ist auch in der Ini drin, wie der Helikopter fliegen soll. Schon rechts ist irgendwie ein Curb. Vielleicht kann man sich daran orientieren, dass man bremsen soll hier. Und was sagt ihr zu der Strecke bis jetzt? Die ist, glaube ich, überall drin, auch in mehreren Spielen. Müsste auch in ACC drin sein sogar, also ist sie ja, glaube ich, bekannt. Ich weiß nicht, ob sie in iRacing drin ist. Aber ich glaube, wenn sie in ACC drin ist, dann ist sie meistens eh bekannt. Wir sind hier schon mal vor fast 2 Monaten in IMS2 gefahren, aber ich kann mich nicht wirklich erinnern, nur an die letzten 2 Kurven, also an das hier ein bisschen. Na, nicht das, eieiei. An den Teil kann ich mich hier besser erinnern, diese Schikane hier oder was auch immer das ist hier. Hier das mit dem Bergab, wie ich immer gerutscht bin. Das kann ich mich erinnern. Hier, dass man hier so bergab fährt und dann gibt es 2 Rechtskurven, aber wie genau? Wow. Weiß ich auch nicht.
Boah, aber ich... Deswegen habe ich ja gefragt nach dem... nach dem Curb. Ich glaube, ich hatte mich da an dem linken Curb orientiert. Da konnte man gerade ausbremsen. Ich glaube, ich habe da so ein Teil gefunden, wo man gerade bremsen konnte. Ansonsten kann ich mich ja nicht erinnern so weit. Also die kennt ihr die Strecke nicht, sagt sie. Ja, kennen sie doch. Over. Ich finde es eigentlich nicht schlecht, soweit. Hat interessante Kurven. Ein bisschen kühl wird's gerade. Kommt kalte Luft. Kommt kalt ist halt gesagt. Ist halt, oh, hier so vielleicht? Hat es gut gesagt, ein bisschen kühler. Wo ist denn der Curb hier? Uiuiuiui. Kann bestimmt gar blättern von links nach rechts. Also, kennt keiner die Strecke oder kennt jemand die Strecke? Oder wie ist das mit bei euch bei der Strecke? Mögt ihr die, mögt ihr die nicht? Jemand da, over. Hallo, hallo? Uiuiui. Kriegst du einen Chat over? Was sagst du zu der Strecke, Kialami? Hab dich eigentlich noch nie von gehört vor AMS 2.
Und ich konnte mir, als wir damals gefahren sind, den Namen eh nicht merken, bis ich dann letztens wiedergefunden habe. Und sonst bei euch, wie war Montag? Schön überstanden. Kommt hier der Dienstag, ist der Montag vorbei, ist ja gleich soweit. Ja, und sonst bei euch? Das Wochenende schön überstanden? War der Montag? Arbeitsschule? Oder einfach nur chillen? Freut euch auf den Dienstag oder schon aufs Wochenende? Ich glaube, es ist länger jetzt kein Feiertag mehr, oder? So mitten in der Woche? Vielleicht freut ihr euch auf Mittwoch, wer weiß, Mittwoch ist Hälfte der Woche, kann ja auch sein. Ich muss schon so ein bisschen zu pesen hier. Ist der ganz, ganz neue Monat August, ich glaube die nächsten Tage wird es warm, Alexa. Alexa, wie wird das Wetter morgen in München? Morgen ist das Wetter in München, Bayern, vereinzelt sonnig mit Gewittern sowie einer Höchsttemperatur von 27 Grad Celsius und einer Tiefsttemperatur von 13 Grad. Oh, 13? Also sonnig, Gewitter, also ziemlich schwül dann wieder. Hier kommt es, ist glaube ich zu spät. Ja, mal schauen, vielleicht noch ein paar heiße Tage überstehen und dann hoffentlich hört das Ende August auf oder Mitte August. Vielleicht noch ein paar im September, aber glaube ich dann weniger. Seid ihr eigentlich ein Warmwettermensch oder Kaltwettermensch? Ich mag eher kühle Herbst, Winter, geil. Sommer nur geil, wenn man am Strand ist oder so. Zu Hause hocken im Sommer ist halt ultra ekelhaft. Wenn es kalt ist, dann kann man sich was anziehen. Irgendwann bei der Hitze kann man sich nichts mehr ausziehen. Außer nackig halt, mehr geht nicht.
Okay, nachdem, ja, Winter oder Sommer oder vielleicht doch Herbstmenschen, wer weiß. Herbst, Frühling ist doch eigentlich okay. So ein Mittelding zwischen Winter und Sommer. Meint ihr? Geht ja auch. Ja, was können wir noch nicht reden? Über das Spiel können wir nicht reden. Über das Wetter können wir nicht reden. Was soll ich euch noch nicht fragen, wo ihr mir nicht antwortet? Pizza. Pizza mag ich gerne. Ihr auch? Burger? Spaghetti? Oder gesunden Salat, Feldsalat, Eisbergsalat, was ist so eure Favoriten? Wenn jemand was zu sagen, schreiben, Punkt, Komma, Strich, irgendwas. Alexa, erzähl mir, wie dein Tag war. Die will auch nicht lol. Habe ich 1:44:00 oder was? Alexa, wie geht es dir heute? Ich freue mich, dass Sommer ist. Sag doch mal, sing dein Sommer mit. Nee, wer weiß, was ihr dann singt hier, Alter. Nix da sage ich. Ja gut, ich habe es mit Wetter probiert, mit Spielen, mit Essen. Was soll ich noch sagen? Was ist bei euch? Was habt ihr so vor die Woche? Habt ihr noch Urlaub oder macht ihr noch Urlaub? Hallo? Jemand am Start? Zufällig, nachdem ich das Ganze seit 8 Jahren und genau einen Monat mache? In ein paar Minuten? Test, Test.
2 is 0.6 off your best. Hallo Chat, over. Jemand am Start? Bei uns ist ein bisschen kühle Luft, bei euch auch. Runden 244, okay. Chat? Hallo? Over? Gags an Chat, Gags an Twitch, Gags jemand da am Start? In einer Minute mache ich das jetzt seit 8 Jahren und einen Monat. Hallo, hallo? Jemand da, der irgendwas schreibt? Wir können über Burger reden, über Pizza, über Essen, über Wetter, über Spiele, über Autos, über alles. Over. Hallo, hallo? Hallo, 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 hallo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hört man mich? Bin ich online? Ist irgendwas kaputt hier? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs.